Ja! Nimm das! Achtung, meine treuen finnischen Truppen angetreten. Es geht los. Willkommen zurück zu Gates of Hell, liebe Leute. Finnland, habt ihr es mitbekommen? Es wurde angekündigt. Westfront, amerikanische Fahrzeuge, Briten glaube ich auch, ist ja eigentlich schon fast alles dabei gewesen. Sehr cool, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich hätte gedacht, die bleiben bei Ostfront. Sehr geil. Ich habe es natürlich gehofft. Und sehr geil, ja. Also, Gates of Hell wird es wohl noch länger auf dem Kanal geben. Ich glaube, da werden wir noch in Zukunft nicht so schnell Langeweile haben. Deswegen, ja, los geht's. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mit den Forschungspunkten die jetzt die Kanone geholt, damit ich das tue, auch was ich am Anfang gesagt habe. Wir holen das Schätzchen hier. Und als nächstes holen wir uns die nächste Anforderung. Ja, sehr gut. Also, jetzt müsste man in der finalen Mission sein, oder? Also für die Kampagne. Für die Strategiekarte hier. Jetzt werden wir es sehen. Los geht's. Bam, 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 bam. Okay, es geht los. Es geht los, da kommen sie auch schon. Jetzt machen wir erstmal die 1. Ich könnte auch. Ich habe überlegt, einfach mal den Background erhöhen. Da, die Umgebung. Damit wir einfach ein bisschen mehr. Auch die Tiere und so hören. Hört ihr das? Ist das cool. Ist die Frage, wir können über die Brücke gehen, was total Banane wäre. Aber dann wären wir hier auf einem Level mit denen, auf Augenhöhe. Können aber flankiert werden. Deswegen ist es eigentlich immer besser, wenn man hier rumgeht. Das machen wir jetzt auch. 2 ist KV1 und Co. Gut, los geht's. Jetzt müssen wir uns ein bisschen hier beeilen, bevor die... Guck mal. Das ist ideal hier. Dann brauchen wir den KV-1 hier. Das ist das. Panzerjäger. Brauchen wir vielleicht bald nicht mehr. Geht wahrscheinlich... fliegt wahrscheinlich in die Luft. Wahrscheinlich. Ah, sehr schön. Vorwärts! Jetzt haben wir schon keine Vögel mehr. Ich mach die noch lauter. Brandung, Vögel. Bestimmt, bei Regen hört man gar nichts mehr. Aber wir können ja schon mal uns ankündigen. Achtung, Achtung! Es kündet sich an. Alter, mal der Grandiose! Jetzt müssen wir hier ein bisschen Gas geben, sowieso. Weil das ziemlich heftig hier wird, alles. Yeah! Frohes neues Jahr! Woo! Frohes neues Jahr! Meine was sind meine hier, Vorsätze? Ich töte viele Deutsche und viele Kommunisten. So viel wie es geht, mehr als letztes Jahr. Wunderschön, das sind Vorsätze. So, haben wir hier irgendwo eine Flak? Nee, ne? Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Bumm. Und... Ach krass, wie die in den Auto... Oh, da kommt doch schon die Flak, das gibt's doch nicht! Guck mal! Da hätte ich doch besser mal gucken sollen. Okay, behalten wir uns einen Bomber für Notfall auf. Jetzt wird der Wischen weggeholt. Achtung! Nein! Ja, er trifft das Ziel trotzdem! Ja, sehr schön! Schade, die brennen nicht oder sterben nicht, das ist ja doof. Okay, so viel Freude dazu. Genug Schadenfreude. Obwohl es ja niemals genug gibt. Ja, wie gesagt, die schweren Ingenieure, die machen mir einfach keinen Spaß. Ich mag die nicht. Auch wenn die jetzt viele rumschreien, aber für mich sind die schon ein bisschen OP. Wir müssen jetzt uns erstmal so ein bisschen eingraben, weil das ist die letzte Mission. Da kommen extra viele Verstärkungen. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Normalerweise ging das immer einer hier rein. Obwohl nicht mehr so dahin. Okay.
Dahin. Bella Gaskuska. Okay. Piccadilla. Piccadilly. Balkala. Mein Bein! So, dann holen wir die letzte Reserve. Die müssen wir nach vorne schieben, glaube ich. Wir haben ja hier das Schätzelein und den Schätzelein. Dann haben wir die Ersatzpanzerbesatzung für Beutefahrzeuge. Jetzt werden wir ja sehen, ob es weitergeht hier nach, weil ich meine, es habe ich gesehen, ich habe es auch schon mal gemacht. Oder ich habe es geträumt. Selbst wenn es so ist, macht es nichts, dann spielen wir direkt die, die Sowjets oder halt nochmal. Aber nochmal finden von Beginn an weiß ich nicht. Da habe ich mich halt vertan. Aber dann haben wir die Finn abgeschlossen. Dann können wir mal ein bisschen... Die haben halt echt nicht viel Forschung. Ne? Aber das Coolste hierbei ist... Tue ich ein bisschen Brüll, weil die Panzer dort sind. Dass die, dass wir gegen Deutsche und Sowjets spielen können. Und wenn wir Sowjets spielen, dann spielen wir nicht gegen die Finnen, weil die haben tonnenweise Artillerie. Sehr schön. Du sollst doch nicht schießen. Du sollst nur gucken. Du musst ein bisschen nach vorne. Feuern! Wieder mal Bord. Valmiina! Erstmal warten, wie gesagt, die kommen noch. Sorry, die Maus ist zu sensitiv eingestellt. Die Maus ist zu sensitiv eingestellt, deswegen treffe ich nicht. Ja, sehr gut, den habe ich. Mit Gedankenkraft. Okay. Sollen wir uns aber ein bisschen mehr Mühe geben, weil ich weiß ja nicht, wie lange die geht. Jetzt müssen wir ein bisschen Leute sparen. Leute sparen. Leute sparen, jetzt im Handel. Die kommt hier, wo der Panzer ist. Der Panzer kommt auf die Straße. Die Pack, ja, keine Ahnung. Die könnte ich eigentlich fürs Vorrücken benutzen. Oder ich setze sie hier hin. Wenn die Mörser nichts gebracht hätten, ne? Gut, dann werden wir auch schwerere holen. Schweres Gerät! Schwere Lappen. Jetzt zum Handel. So, dahin. Der LKW bleibt da stehen. Dass das so lange dauert, ist blöd. Weil so lange geht die Mission gar nicht, bis der fertig ist. Wie gesagt, aber die haben keine schwere Abwehr. Für die letzte Mission ist das schon... Guck mal hier. So, wir haben alles getroffen, nur nicht das, was wir wollen. Aber wie gesagt, keine Packs. Es ist echt ein Kinderspiel. Das ist euer Hauptquartier, ihr Lappen. Das ist ein Panzer. Panzer 38 ist schon lächerlich, ne? Wie mit dem KV-1. Wir graben uns jetzt mal nicht ein. Siehst du, ich bin auch noch nicht ganz in Position. Da musst du nur mal aufpassen, sonst setz dir das Ding und dann kannst du gar nichts machen. Okay. So. Alles klar, dann brauchen wir noch Truppen zum Vorgehen. Und ich glaube, ich gehe hier rüber. Weil du hast da so eine Kuppe. Das macht das echt schwer. Nehmen wir die Infanterie lieber auch mit. Und dann nehmen wir die Pack hier auch mit, glaube ich. Obwohl... Ja... Ne, nehmen wir den Panzerjäger mit. Weil wenn dem KV-1 was passiert, dann haben wir den Panzerjäger noch. Den Panzer... Aha, guck mal. Oh Gott, ein Panzer 38!
Oh, wir haben daneben geschossen. Okay, ist doch vielleicht ein bisschen laut. Lädt länger nach als sonst. Alter. Hat das auch was damit zu tun? Gucken. Kommt schon besser. Okay. Ja, ich muss aufpassen, sonst dreht der Sound durch beim Schneiden. Es ist so sehr, so schön laut, das Spiel, aber... Wie gesagt, ich habe damit schon mal Aufnahmen zerstört. Kann auch sein, dass das jetzt zu Knistern geführt hat. Eigentlich ist hier lang die beste Alternative. Aber wir sind sehr weit von Schuss. Das wird schon funktionieren. Brandenburger! Du wolltest echt wissen, hä? Aha. Das war unsere dicke, Lack. Nur Feuer erwidern. Sehr schön. Wir können schon was nachholen. Ich dachte, es kommt mehr, aber wir fahren jetzt wieder nach vorne. Buddeln wir uns hier ein. Den Sunny brauchen wir jetzt hier. Jetzt ist er schon verblutet. Wie gesagt, das dauert leider nicht so lange hier in dem Standard. Ich dachte, es wäre verlängert worden, aber ist wohl nicht. So, jetzt müssen wir die MGs aussortieren. Hier ist irgendwo... Da ist eins. Hoffentlich sehen sie mich nicht. Oh oh. Oh, Abpraller, hat der ein Schwein? Haha! Nimm das! Ist leer. Der MG holen wir auch hier hin. Ah, guck mal hier. Aha.
Muss ich erstmal gucken, wo hier noch mehr steht. Aha. Er hat eine Panzerfaust am Rücken. Nichts da, Freundchen! Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, da kommen noch mehr Angriffe. Okay. Probier's mal. Sehr schön. Aha. Oh, habe ich nicht gesehen. Das war unser Panzerjäger. Panzer 4. Oh. Oh. Sowas auch. Bisschen drehen. Schießt du erstmal. Wenn er schießt. Jetzt brennt der auf einmal. Ich dachte gerade. Oh. Oh, Rohr ist kaputt. Nicht gut. Das ist natürlich direkt ein Panzer 4, mit dem man sich anlegen kann, quasi. Nein, 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 nein! Einsteigen, einsteigen! Einsteigen, ich habe die Sprengung gedrückt, das macht aber nichts, wenn man wieder einsteigt. Ich weiß es ganz genau. Oh Gott, das war so dumm! Kommt da, ich raste aus. Dreh doch dein scheiß Ding, denn ich raste völlig aus. Warum bist du so hoch langsam? Komm schon, mach dich, richte dich aus. Irgendwas stimmt damit nicht. Okay, Panzer verlassen. Wollen wir komplett verlieren. Ja! Nimm das! Ihr Kommunisten, Faschisten! So, jetzt wieder rein da. Wo ist der Sunny? Hab ich ihn verloren? Nee. So, mit die noch? Ach du Scheiße. Nee, komm, APCR. Scheiße. Das war der Motor. Komm, noch was. Eine Stromleitung weggelegt. Der ist auch weg. Wir werden überrannt! Ach du Scheiße! Angriff! Ich kann ihn nicht reparieren. Oh, falsche. Was ist mit dem auf einmal passiert? Ich glaube, wir müssen mit allem nachrücken.
So nach vorne. Das gibt's doch nicht. Volle Deckung. Das ist immer noch das MG, das gibt's doch nicht. Okay, ich muss jetzt hier weg. Ich glaube, über den Stein kann ich auch nicht fahren. Doch, geht. Oh Gott. Da kommt eine Kuh! Achtung! Voll durchladen! Wir haben die Faschisten-Kuh. Das gibt's doch nicht, schon wieder. Dieses dämliche MG, ne? Gibt's doch nicht. Egal, wir benutzen das Ding jetzt. Warum kann ich es nicht reparieren? Wo ist der Reparaturknopf? Bin ich jetzt blöd? Nee, die machen es nicht. Aber die SCKFZ sind echt buggy. Haut rein. Okay, Panzer 2. Almina. Nichts, Freundchen. Turm ist repariert, sehr gut. Einsteigen. Ersatzpanzercrew. Einsteigen. Okay, dann stellen wir den Panzer 1 jetzt mal den KV-1. Ja gut, müssen wir wieder hier hinstellen. Okay, dann. Ne, das, wie gesagt, muss hier bleiben. Immer noch gut so. So, MG. Das kommt mit hier hin. Sandsäcke aufbauen. Wie lange sind denn die Rauchgranaten hier noch aktiv? Der Panzer 4 war auf jeden Fall eine ziemliche Überraschung. Oh nein, Achtung Kuh! Oh Gott! Auf jeden Fall gibt es heute Abend Rindfleisch.
So. So nicht. Ne, warte mal, lieber da. Ach du Scheiße. Komm hin. Nein! Nein! Brigluck Blacklux! So hieß er bestimmt. Jonathan Lönen? So hieß der. Hinstellen. Wir haben zwei gerettet, die doch noch irgendwie. Ach, Scheiße. Ah, keine Schnitte. Oh, süß. Finde ich richtig sexy, ne? Süß und sexy. So wie ich. Ja, dann. Zwei sind zu viel. Fahren wir mal auf die Schienen. Oh oh. Das ging jetzt zu schnell. Ich sollte das eigentlich auch schaffen. Wir bleiben doch lieber stehen. Achso, da kommen zwei. Zählt, von hier aus nichts. Oh, Heat fliegt langsamer, hä? Das ist so ein Huhn. Schussfeld verlagert! Wo ist die Büchse? Oh Mist. Rückzug! Achtung, Männer! Feindlicher Panzer! Okay, jetzt haben wir John Rambo. John. Nein! Jonathan Rambo! Wir haben schon wieder was verloren. Ich glaube, es war eine Panzergranate. So viel MGs. Ja, das nächste Ziel ist auf jeden Fall die Langstrecken-Haubitze. Nenn ich es jetzt mal. Perkele! Was ist denn hier los? Was ist für Einstellung hier? Siehst du, das kommt dann davon. Da haben wir die MGs in der Flanke. Er ist so gut wie tot. Schießt durch irgendwas durch. Okay, ich hab nur noch Sprengmunition.
Läuft wieder. Wenn wir wissen, was aber den Turm von unserem Fahrzeug vernichtet hat. Die halten sich alle noch weit zurück, keine Sorge. Ja, okay. Was soll das bedeutet? So, kein MG ist besetzt. Ist noch irgendwas an der Straße? Ist das eine Pack? Ich habe noch nicht einmal mein Bein gehört, glaube ich. Das war eine krasse Explosion. Das ist das nächste. Boah. Oh, Scheiße! Okay. Sind sie schon alle tot? Nee, noch nicht. Ein Wunder. Sehr schön. Sehr schön. Da ist noch ein MG, ich raste aus. Rücken jetzt hier vor. Was ist das denn hier? Achso. Im Haus. Wir haben gewonnen. Das war's. Ein bisschen hackelig, weil ich einfach verplant war. Aber geschafft. Mit Reserven noch. Aber nur MGs. Alter. Komisch, ne? Da habe ich lieber feindliche Packs. Die übersieht man nicht. Obwohl, die übersieht man auch, aber trotzdem. Haben wir irgendwas, was wir reparieren wollen? Eigentlich nicht. Also, dass die immer offen stehen. Ich will gerne wissen, woran das liegt. Ne, hier, das habe ich auch schon mehrmals gezeigt. Und zwar hat das Spiel Weichen für Züge. Und das haben sie schon seit dem ersten Teil. Das ist wie so eine kaputte Schallplatte bei mir. Aber ich bin froh, wenn ich das euch irgendwann mal zeigen kann. Das Zugsystem gab es damals schon. Kannst du ankoppeln. Und eigentlich kannst du eine ganze Zugmap bauen. Gibt es hundertprozentig auch im Workshop. Ich glaube, das funktioniert jetzt nicht, aber ne, ist schon ziemlich cool, dass das geht.
Das Spiel bietet so viel. Du könntest so krasse Game-Modes machen. Also mein Traum ist es, eigentlich das hier zu haben in MMO-Größe. Ja? Dass du nicht unbedingt einen Kontinent hast, aber sagen wir mal einen riesengroßen Frontabschnitt, der so groß ist wie die Karte mal 100. Mindestens. Das wäre so krass, oder? Also... Es gibt ein Zweite Weltkrieg-MMO, das ist World War II Online. Es ist aber so alt und krepelig, aber es war damals schon ziemlich alt. Die Karte war so riesig, das kam raus, keine Ahnung, 1900 irgendwas. 99 oder 2000? Nee. Ich weiß nicht genau. 98. Das gibt's immer noch. Du hast da, glaube ich, komplett Frankreich, Belgien. Ja, First Person ist, du kannst Panzer fahren, Flugzeug fliegen, es ist aber total krepelig und kostet im Monat Geld. Aber ja. Nee, komm, schließen. So, 37 Minuten. Ich ärgere mich ein bisschen über den KV1-Verlust am Anfang, aber wir haben es ja repariert. So, das war jetzt das HQ. Jetzt kommt der große Moment. Sieg, fortfahren. Guck, hier ist es. Eroberung weiterspielen. So, wie sieht das jetzt aus? Ah, guck, jetzt ist eine Nummer größer geworden, glaube ich. Sehr gut. Okay, Forschung. 3 Punkte. Wir müssen sparen, wir wollen auf Offizier und Stufe 4 gehen. Oder wir gehen jetzt direkt auf die Artillerie, weil eigentlich habe ich ja genug Material. Das wäre die hier, glaube ich, die 105K13. Dafür bräuchte ich, oh, da brauche ich einige Punkte für. Nee, ich glaube, wir warten lieber auf die nächste Anforderungspunkte und Verteidigung. Damit wir das regeln können. Gut, dann müssen wir weitermachen. Wir hatten nichts Krasses verloren. Ist alles wieder repariert worden. Ich überlege, ob ich den... pass auf, wir werden den Panzerjäger jetzt mal verkaufen. Ich gucke mal, ob ich den T-34 hier reinkriege. Ich könnte das MG verkaufen und dafür den T-34 reinnehmen. Dann hätten wir hier eine schöne Panzerbrigade. Ich könnte auch die Munition rausnehmen. Und lasse die komplett mobil. Ich weiß zwar nicht mit was, das ist natürlich ganz nett, da würde für Firo ganz glücklich sein. Das ist genau sein Ding, ne? Es werden 10 Punkte. Ich könnte dafür noch Infanterie reinmachen. Dann wäre es nicht komplett mobil, aber es ist mobile Infanterie, ja? Die fahren dann mit darauf dann in die Schlacht. Nehme hier Bürgerwehr mit. Weil eigentlich steht und fällt es immer mit der Infanterie. Infanterie kann alles. Eigentlich. So, deswegen... gucken wir, wie die hier aussehen. Wie der Soldier aus Team Fortress. Ich glaube, den Rest würde ich so lassen. Obwohl der ja auch total broken ist. Obwohl, vielleicht kann ich die Luke hinten schließen, aber... es ist sehr cool, aber halt blöd. Ja, hier haben wir noch den Mörser. Sonst bleiben wir so, wie wir sind. Ich würde schon sagen. Okay. Speichern, liebe Leute. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Gates of Hell. Finnland. Wir spielen dann wenigstens noch... diese Runde hier zu Ende. Bis zum HQ und dann sehen wir weiter. Okay? Also bis dann, liebe Leute. Haut rein.